Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Diebe im Gesetzbox von Kalash 44. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Diebe im Gesetz, Kalash 44. Sehen wir hier jeweils in weißer Schrift auf einer hellroten Box und es ist so in einer Latein- oder verschnörkelten Schrift. Die Seiten und auch oben und unten jeweils rot und auf der linken Seite lesen wir noch Kalash und auf der Rückseite Kalash 44, Diebe im Gesetz, Inhalt. Diebe im Gesetz Premium Edition, Diebe im Gesetz Shirt, Kalash 44 Poster, Kalash 44 Waffen USB-Stick und Kalash 44 runder Sticker. Dann haben wir hier noch die Credits und einen Barcode. Okay, also, es ist die erste Box dieses Künstlers. Ich muss ehrlich sagen, ich habe bis zu diesem Album auch nichts von einem guten Mann gehört. Ist ja ein mehr oder weniger Newcomer, wenn ich mich richtig erinnere, hat ihn Mosh 36 entdeckt. Und jetzt schauen wir mal, was der gute Mann in seine erste Box reingepackt hat. Alles klar. Wir haben einmal ein T-Shirt, das Album im Super Jewel Case, einen Sticker, ein Info Flyer zu der Tour, der Waffen-USB-Stick und das Poster. Wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus, Diebe im Gesetz. Also wir sehen hier den Künstler vor einem Tablett mit weißem Staub und einer Kreditkarte sitzen. Diebe im Gesetz lesen wir hier, Kalash 44. Und hier oben steht noch OO oder OHO Music präsentiert. Ja, und hier sitzt Kalash mit einer Zigarre, die er gleich entzünden wird. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben Features von September, Mosh 36, Millionär und Mo Mitchell. Mein Favoritentrack ist, wo haben wir ihn? Nummer 5, Express. Und hier auf der Rückseite sehen wir noch einen Aschenbecher. Super Jewel Case, gerade hier auch mit dem roten Balken, gefällt mir vom Design echt gut. Dann schauen wir uns mal das Booklet an. So sieht das Ganze aus. Also stimmig zu dem Frontcover, das ja auch hier hinten auf Prunk schließen lässt und wohl in einer relativ gut ausgestatteten Hütte, in einer Villa oder ähnlichem gemacht wurde, zieht sich hier das durch. Also wir haben hier Aufnahmen aus diesem Gebäude, nehme ich mal an. Und hier einzelne Tracks aufgelistet mit den Infos dazu. Alles in Rot gehalten auf dieser Seite beim Essen. Ein Kaminfeuer, weitere Tracks und auf der letzten Seite die Credits. Hier vor der Hausbar. Nicht schlecht. Und hier noch der Interpret beim Zuschneiden bzw. Anzünden seiner Zigarre. Okay. Dann haben wir die CD in Rot gehalten. So sieht das Ganze aus. Und auf der Rückseite die Instrumentals, diese allerdings in Schwarz gehalten.
Hier lesen wir noch Kalasch, auch wieder hier die Zigarre im Aschenbecher in rotem Licht. Dann haben wir einmal diesen Einleger zur Tour, OO Tour 2016 mit Mosch 36 und Merchandise bei Major Moves. Dann haben wir einen Sticker, auch wenn dieser jetzt hier quadratisch aussieht. Im Endeffekt geht es um diesen hier und dieser ist rund. Also roter Sticker mit weißem Schriftzug. Schlicht, aber sieht gut aus. Dann haben wir diesen USB-Stick hier, diesen Waffen-USB-Stick. Kann man das lesen? Hier steht Diebe im Gesetz. Hier steht noch Kalasch. Allerdings um die 44. Auf dieser Seite dasselbe. Und dann haben wir hier den Griff, quasi wie das Magazin. Und hier befindet sich der USB-Stick drinnen. Und ist die Frage, ob man das lesen kann. Wir haben es hier zu tun mit einem USB-Stick von 512 MB. Und ja, das ist halt doch recht mager. Muss ich ehrlich sagen, also wir leben im Jahr 2017 mittlerweile, gut, das Album ist 2016 rausgekommen, aber trotzdem, also ein USB-Stick von 512 MB, ist die Frage, was man damit anfängt. Damit kann man bestenfalls irgendwie Dokumente oder irgendwelche Dateien, Schrift- oder Textdateien befördern, aber ja, alles darüber hinaus wird wohl etwas eng werden. Dann haben wir ein Poster, also meine Bitte natürlich, wenn schon USB-Sticks, dann mindestens 8 GB. Dann haben wir dieses Poster, auch hier wieder der gute Mann in diesem prunkvollen Gebäude abgebildet, beim Essen. Und oben links lesen wir noch Kalasch 44, Diebe im Gesetz. Und hier mit diesen Kerzenständern und das Ganze im Hochformat, Querformat. Was ich noch etwas befremdlich finde, ist die Frage, ob das so gehört, dass wir hier ein Licht oder einen Scheinwerfer haben. Ist die Frage, ob das noch absichtlich am Bild gelandet ist, keine Ahnung. Aber ja, darüber sehen wir mal hinweg, ob es Absicht war oder nicht. Sei mal dahingestellt. Rückseite ist blank weiß. Ist die Frage, ob ich das Ganze wieder zusammenlegen kann. So wahrscheinlich nicht. So, aber jetzt. Perfekt. Und dann haben wir als letzten Bestandteil der Box noch ein T-Shirt. Hier ein paar Unreinigungen. Das dürften kleine Kartonreste aus der Box sein. Also, das T-Shirt klassisch in Schwarz gehalten. Und hier lesen wir in Rot Kalasch 44, Diebe im Gesetz. Hier ist noch eine eben solche Kalasch bzw. AK-47 abgebildet. Die Rückseite ist blank schwarz, wir haben keinen Neckprint. Und hier lesen wir, womit wir es zu tun haben. Kia Europe Superfit Soft, Größe L, 100% Baumwolle. Und das Ganze ist made in Bangladesch. Und hier noch die Pflege- bzw. Waschhinweise. Schauen wir uns gleich noch im Detail an, damit ihr hier einen besseren Eindruck bekommt. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben hier auf der Brust den Schriftzug Kalasch 44, die Waffe abgebildet und darunter noch Diebe im Gesetz. Alles in dieser verschnörkelten Lateinschrift. Kann man auf jeden Fall anziehen.
Und wie immer fassen wir zum Abschluss noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt, das Poster im Querformat, die Waffe bzw. der USB-Stick 512 MB, der Sticker, der Toureinleger und das Album im Super Jewel Case inklusive Instrumentals. Das alles in dieser wunderbaren Box. Wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kalash 44 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.